Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns im Leipziger Hauptbahnhof. Hier, wo die Lokomotiven stehen, feiert Lok Leipzig sein 50-jähriges Jubiläum. Viele große Namen sind dabei und wir haben mit einigen gesprochen. Mit den Europapokalspielen 1973-74, die meisten, die hier stehen, waren sicherlich dabei. Es begann gegen den AC Turin, dann die Wolverhampton Wanderers, dann Fortuna Düsseldorf mit dem glorreichen 3:0. Wir werden über die Spiele mit den Prominenten, die heute hier sind, sicherlich noch ein bisschen diskutieren können. Ganz herzlich willkommen alle Bundestags- und Landestagsabgeordnete und Stadträte. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir begrüßen Herrn Pohl, den Geschäftsführer vom Sächsischen Fußballverband, und dann Hermann Jetschak, Vorsitzender vom Fußballverband Leipzig, auch Sie recht herzlich willkommen. Wir kennen uns ja auch näher von Lok Leipzig. Den Polizeipräsidenten der Stadt Leipzig, Herr Merbitz, herzlich willkommen. Und das ist auch eine Stärke unseres Clubs, das Zusammenhalten, das Miteinander. Das beeindruckt mich wirklich immer wieder, diese unerschütterliche Leidenschaft der Fans für diesen Verein, auch in schlechten Zeiten. Wir haben unsere Wurzeln im denkwürdigen Bruno-Blacher-Stadion. Wir haben unsere Wurzeln um unsere Helden der 70er und 80er Jahre, wie die Mann Henning Frenzel, Professor Karl Kröstler, Wolfgang Altmann, Wolfgang Löwe, René Müller, Melle Geisler und viele, viele andere. Herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung. Das ist unglaublich, der weiß alles aus dem Kopf. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, da gibt es unheimlich viel zu erzählen, wir haben es gehört. Und es gibt wohl keinen zweiten Club, der in allen 11 Spielklassen gespielt hat, in diesem Auf und Ab in den letzten Jahren. Ich will Ihnen sagen, warum ich gekommen bin. Ich möchte mich in aller Form und ganz ehrlichen Herzens bedanken bei der neuen Vereinsführung. Was Sie in den letzten Jahren unternehmen, um den Club aus den bösen Schlagzeilen rauszukriegen, wie Sie versucht haben, mit einer neuen Kultur, mit einem anderen Verständnis von Fairness, von Respekt und Sportlichkeit an den Start gehen, das ist aller Ehre wert. Herzlichen Dank dafür. Natürlich gibt es eine chaotische Fanszene. Natürlich hat es Spielabbrüche gegeben und ich erinnere an die Situation im Juni 2015, die zum Abbruch eines Spieles führten, oder ich erinnere an die angeblichen Fans am 11. Januar, die durch Connewitz gezogen sind. Hervorragend war die schnelle Reaktion der Vereinsführung. Das sind keine Fans. Da distanzieren wir uns. Das ist wichtig. Sie müssen es immer wieder betonen und immer wieder sagen und immer wiederholen. Gewalt hat mit Sport nichts zu tun. Lok Leipzig ist ein Verein mit einer riesen Tradition und sie versuchen mit großem, großem Herz und Verstand die Dinge so zu leiten, dass es um den Sport geht. Und da tut uns Konkurrenz gut. Natürlich tut uns Konkurrenz gut. Und glauben Sie mir, ich wünsche Ihnen von Herzen den Aufstieg dieses Jahr. Von ganzem Herzen. Nehme jetzt der Präsident von Lok Leipzig. Bewegende Rede zu Beginn dieser Veranstaltung. Was empfinden Sie selbst? Auch bei der Rede oder schon gestern Abend oder in der Nacht habe ich relativ wenig geschlafen. Wird einem einmal bewusst, was das eigentlich für ein schlafender Riese ist, so würde ich es bezeichnen, Lok Leipzig. Also die großen sportlichen Erfolge, die natürlich schon eine Weile zurückliegen, das ist richtig. Aber ich denke, wenn man dieses Potenzial richtig einsetzt, hat auch dieser Verein hier in dieser Stadt auch eine sehr große Zukunft. Der Oberbürgermeister Burkhard Jung hat Ihnen den Aufstieg in die Regionalliga gewünscht und RB Leipzig in die erste Bundesliga. Wie sehen Sie das? Ja, das ist ja okay. Ich meine, wir sind ja Sportsleute. Ja, also warum soll RB nicht in die erste Liga aufsteigen? Es kann natürlich sogar sein, dass man 3 Aufstiegsfeiern hat in Leipzig. Ne? Also RB, Lok Leipzig und natürlich Chemie Leipzig, glaube ich, kann auch noch aufsteigen. Dann ist das so und letztendlich profitiert der Sport davon und auch die Stadt. Also man merkt, wie viele Leute
das sind nicht immer Fans, trotzdem noch dem Verein verbunden sind. Also und wenn man jetzt auch die unserer alten Helden sieht, ne, oder ehrwürdigen Helden, ich will ja gar nicht alte Helden sagen, das ist das atmet natürlich auch, was die für tolle Storys erzählen können. Und das macht einen dann schon stolz, und das muss ich sagen, auch stolz, dass man Präsident dieses Vereines ist. Das hätte ich ja, wo ich früher als Junge in den 70er Jahren im Blachestadion war, ja nie gedacht, dass ich mal Präsident bei von Lok Leipzig werde. Das sind eben so Geschichten, die ins Leben schreibt. Da denke ich mir manchmal, Wahnsinn, ja, wo immer so die Reise hingeht. Habe ich jetzt wieder so überrascht? Wolfgang, viele Größen heute hier, auch viele Alte, sozusagen alt gedient, aber du wurdest aufgerufen als derjenige, der zweimal als einziger noch Lebender hier bei Lok Leipzig in einem Europapokalfinale stand. Wie fühlt man sich da, wenn man da oben steht? Ja, das ist schon, sag mal, ein schönes Gefühl, weil außer mir hat ja das kein anderer geschafft. Aber mir wäre natürlich lieber gewesen, wir hätten das gegen Ajax dann auch noch gewonnen. Aber ansonsten ist es ein schönes Gefühl. Wie ist es heute, dass der 50-Jahr-Feier ist für Lok Leipzig? Ja, ist eine feine Sache, Tradition. Und jahrelang wurde das, sag mal, auf die alten Spieler von Lok verzichtet. Die wurden geduldet, aber jetzt mit der neuen Leitung ist das doch schon ganz anders geworden. Ich glaube, beide Mannschaften können sich nur selber ein Bein stellen. Lok, denke ich doch, dass sie es schaffen. Wird natürlich dann sicherlich schwierig nächstes Jahr, weil der Anspruch für Lok wird immer sein, oben mitzuspielen. Und RB, denke ich, dass die es auch schaffen. Nehmen wir jetzt Herr Woltorf von RB Leipzig. Was empfinden Sie, wenn Sie heute hier bei einer 50-Jahr-Feier eines Fußballvereins sind? Ja, viel Tradition in erster Linie. Ne? Das ist ein Club, der zu Leipzig gehört, und von daher bin ich der Einladung gerne gefolgt. 43 Jahre könnte es bei Ihnen dauern oder sollte es auf jeden Fall noch dauern. Wo würden Sie feiern? Auch hier in dem Saal? Ja, ist ein schöner Saal, ne? Auf jeden Fall. Wir müssten ja, wenn wir uns da daran halten, irgendwo in Markranstädt ein Zelt aufschlagen und da feiern. Aber ich glaube, es wird dann doch wahrscheinlich eher das Stadion oder vielleicht das Rathaus werden. Aber ist ja noch ein bisschen hin, bis wir die 50-Jahr-Feier haben. Lok Leipzig planen den Aufstieg in die Regionalliga, Sie den Aufstieg in die erste Bundesliga. Schaffen Sie es? Ja, da müssen Sie eigentlich den Ralf Rangnick und die Spieler fragen. Aber wir haben im Moment eine gute Ausgangsposition. Ich hoffe natürlich sehr, dass das die Mannschaft zusammen mit den Fans schafft. Würden wir uns alle extrem freuen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nehmen wir jetzt einen Mann der Lokomotive, René Müller, gar nicht wegzudenken. René, 50 Jahre Lok Leipzig. Was ist so Ihr Gefühl? Ja, ist gut, dass das Tradition weiterlebt. Der Verein ist nach der Wende durch schwierige Zeiten gegangen, ist kurz aufgestiegen, tief gefallen und ist momentan in der Phase, wo er sich wieder findet, wo auch wieder ein Verein für die Leute wird, der zum Anfassen ist. Das war viele Jahre nicht so. Das war auch in der Zeit, wo ich gespielt habe, überhaupt nicht der Fall. Und man kann dem Verein nur alles Gute wünschen, dass sie aufsteigen dieses Jahr und dass der Verein seine Tradition einfach weiterführt und erfolgreich ist. Es wurde viel über die alten Zeiten auch gesprochen. Es waren ehemalige Kameraden mit oben auf der Bühne bei der Talkrunde. Was empfindet man da so selber? Erinnert man sich nochmal zurück? Das ist schwierig zu sagen. Entscheidend ist, was man in dieser Zeit erlebt hat, in diesen Momenten. Danach zurückzugucken, ja, das macht man mal kurz. Aber wie gesagt, ich sage das immer zu allen, die schönste Zeit, die ich bei Lok erlebt habe, war meine Kindheit, wo ich von Mark Leber kam, so bis zum Übergang Nachwuchsfußball, Nachwuchsoberliga. Das war für mich unwahrscheinlich prägend, das zu sehen, Ballholer zu sein, Vorspiele zu machen, zu wachsen im Verein, von Platz zu gehen, von Kabine zu Kabine zu gehen, die Trainingslager. Und das andere ist das Männerfußball, das ist Geschäft. Auch im Osten ist das Geschäft gewesen. Man hat jedes Jahr um seinen Platz gekämpft, man wollte die großen Turniere spielen, Europacup spielen. Und dann vergeht manchmal diese Freude verloren, die hinten raus immer weniger wird, weil die Knochen quietschen und man Jahr für Jahr den Tod nicht begrüßen möchte, sondern man möchte einfach weiterspielen. Und das geht einfach nicht. Deswegen ist die Kindheit das Schönste der Zeit, die schönste Zeit im Fußball ich gewesen. Der Oberbürgermeister Jung hat heute Lok Leipzig den Aufstieg in die Regionalliga gewünscht und auch RB einen Aufstieg in die erste Bundesliga. Wie sehen Sie das, gerade mit RB? Ja, ich wünsche es beiden. Ist ja ganz logisch. Das war schon immer meine Meinung. Das, was RB jetzt ist, in einem ganz anderen Maß, war Lok in den 70ern, 80ern. Lok Leipzig hat die ganzen Zweitliga- und Drittligamannschaften im Umkreis von 40, 50 Kilometern voll gemacht. Das waren alles Lokspieler. Und wenn Lok sich besinnt, kann man einen ruhigen Weg, einen überlegten Weg, finanziell untermauert, bis in die dritte Liga gehen.
Und dann muss man weitersehen. Und da sollte man schon schauen, dass man mit von Red Bull profitiert. Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause. Damit ist der Festakt vollzogen. Lok Leipzig bleibt natürlich 50 Jahre und wir freuen uns auf die nächsten 50. Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause.